Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit Let's Profi. Ich sag nur schon einmal Achtung. Challenge! Ah ja. Ja, wie gesagt, Achtung, ja. Ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt. Heute ist Freitag, heute mal wieder live streamen. Auf jeden Fall. Also Leute, nicht wundern, der Chat ist hier drüben, weil es ein bisschen was reinkommt. Nicht wundern. Und ich bin gerade dabei, um etwas zu verkaufen. Was denn? Nix, schau uns auf mein Konto und dann staunen. Also Herr Chrissy, Herr Gegner. Hm? Meinst du, was ich sehr enttäuschend finde von Ihnen? Ja. Dass Sie ohne meine Kommentare geschrieben haben, dass Sie angeblich immer beschuldigt werden, dass Sie an allem schuld sind. Ist ja so. Nein. Nein, genau nein. Das Gegenteil ist nämlich, ich bin nämlich ständig, aber wenn du irgendwie falsch tappst, Kollege, wegen Ihnen tappe ich jetzt falsch. Das finde ich schon eine bodenlose Frechheit. Das ist Spaß. Nee, das ist kein Spaß. Das ist harte Ernst. Mann, ey. Merke ich mal, danke für die Info. Vielen lieben Dank. Gar kein Problem, Bruder. Ja, schreib's gerne mal in die Kommentare und ja, du sollst das mit Spaß verstehen, weil sonst dann kriegen wir wieder Dings, Stress. Und liebe Grüße gehen an den Plaudi TV. Mir geht's gut und wie geht's dir? Was? Wo ist Plaudi? Ach, bei mir im Chat. So, du Livestream. Ja. Ich bin mal eben weg, heißt es wahrscheinlich. Jo. Leute. Ja, ganz gut. Das freut mich, damit es so gut geht. Und jo. Schreib einmal gern in den Chat, was du davon haltest, was der Herr Kollege da macht. Also ich finde, ich bin ein sehr guter Kollege. Leute, so mal kurze Info hier auch. Hier an Leute. Wenn irgendwas in der Aufnahme anders ist, Ton zu laut, zu leise, schreibt das mal bitte in die Kommentare oder in den Chat, wenn ihr jetzt gerade hier seid. Weil ich nehme ein anderes Aufnahmeprogramm, weil das alte konnte ich nicht streamen und aufnehmen gleichzeitig. Und dieses geht jetzt tatsächlich hier, deswegen. Jo. Ich sag jetzt einfach mal gar nichts, was du drüber gekalkt hast, wo du gemäht hast. Das sieht doch überhaupt nicht scheiße. Ohne auf mein Feld gekalkt. Ich glaube, es hakt. Sei froh, damit ich das mitgekalkt hab. Eigentlich müsste ich das jetzt dir verrechnen. Was musst du mir? Eigentlich müsste ich dir jetzt das verrechnen, damit ihr das gekalkt habt. Ich dir gleich die Stunden, so lange wie du mit mir redest. Ah ja. Merk ich mal. Vor allem das Feld muss ja noch mal gekalkt werden, ey. Das ist doppelt gekalkt, das heißt mein Feld wird jetzt kaputt sparen. Ach ja. Merk ich mal. Der Kollege. Nein, ich weiß nicht, der Kollege muss einmal wieder eine Story erzählen, was so abgeht unter der Woche bin. Story? Ich will ja mit deinen Storys. Jetzt bin. Nö, so fangen wir jetzt nicht an. Jetzt wird eine neue Woche, neues Glück. Du fängst es an mit Story. Ich hab wirklich keine Story, tut mir leid. Außer damit bei mir jetzt wieder das kältere Wetter so anbricht. Was ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist. Zu heiß. Bei mir hat es. Bei mir 30 Grad. Bei mir regnet es, dann ist wieder extrem heiß und dann ist wieder so kalt, Alter, dann hat es bei mir in der Früh 10 Grad. Was soll so sein, Plaudado sagt das mal. Nein, es wird echt schon komisch. Die Linke der Beschreibung ist für Discord runterladen, nicht zum Server einladen. Nee, das ist eigentlich nicht so, den muss ich dann gleich mal ändern. Huch. Ach ja, Leute. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt in der 49. Folge tatsächlich. Jo. Und dann sind wir bald schon bei der Hälfte, tatsächlich bei 50, Alter. Junge. So geht eben die Zeit schnell vorbei. Und ich bin seit der 50. Folge immer noch besser als du. Ich liebe es. Ich sag gar nichts. Also ich find's cool. Hast du eben schon die neuen Sachen vom LS22 gesehen, wo die Wochencenter wieder ein paar Screenshots aufgetaucht? Richtig, da sind ein paar. Erstens ist da die Collection Box,
rausgekommen und zweitens ist tatsächlich schon mal die erste Map released worden. Ja, das schaut alles schon geil aus. Oder was sagst du dazu? Vor allem die wilde Rumleuchte in dem Pack. Ja, die kannst du anschließen und dann sobald du im PC, also im LSD einschaltest, leitet der. Ich glaube, die Collection-Version werde ich mir eventuell holen. Aber ich hole mal dann zusätzlich... So, Crazy Gaming. Bitte, ja. Ich habe gesagt, ich soll ein paar Abonnenten überwachsen. Herzlichen Glückwunsch zu 150. Das wäre sehr erstmal gucken. Sehr nett. Oh. Ich laber keinen Scheiß. Was denn? Habe ich nichts gesagt? Ja. Hey, ich habe jetzt gesagt, das wäre sehr, sehr nett von Ihnen. Ja, ich habe es mir doch nochmal dazu überlegt. Ja, Kollege. Boah, so verdient ihn, Junge. Also auch danke an meinen Moderator, an Salgado. Das ist jetzt wirklich der beste Moderator, den ich tatsächlich habe. Du kriegst auch aktuell keinen besseren. Martina, ich sag einfach nur Martina, ich hoffe, ich darf's. Moin, wie geht's, wie steht's? Es hat gerade einer Dings. Der Blaudi hat gerade ein Follower da gelassen. Vielen lieben Dank dafür. Ja. Falls ihr ein paar wundern, warum ich das Overlay im Ausschalt vom Stream. Das hängt damit zusammen, dann mit der Auflösung im Schnittprogramm dann besser ist. Und ja. Oh nee. Jetzt habe ich mich wegen dir verfahren. Ich bleib doch geschweinig, Minion. Moin Matthias, mein Guter, wie geht's dir? Und ja, jetzt werden wir dann da einmal umdrehen. Ich hab den Satz gewartet. Chrissy, nochmal kurze Sache. Weil du dich ja immer so schnell aufregst. Ich reg mich nicht auf. Ich habe einen guten Satz von einem Kollegen. Bleib einfach mal ganz geschmeidig. Bleib du doch ganz einmal geschmeidig. Bleib ganz geschmeidig. Bleib du doch einmal ganz geschmeidig. Bleib ganz geschmeidig. Ja, weil ich gleich einmal die letzte Aufnahmesession auserholen, da wo das Schneidwerk zwischen der Mauer drin geklemmt ist. Oh, das hat keiner gesehen. Gut und euch. Jo, mir geht's gut, mir geht's hier. Grüß dich. Mir geht's gut. Aber, grüß dich. Ich höre die Aggression in dir schon wieder drin. Bleib geschmeidig. Hey, ich bin doch ganz geschmeidig. Nee. Hört ihr das auch? Ich höre das. Der ist nicht so geschmeidig. Ich wieder. Oh! Das hat keiner gesehen. Hört die Ungeschmeidigkeit schon wieder. Du bist etwas leise und dann bist du wieder laut. Ja, weil ich kurz weggegangen bin vom Mikro. Sorry, aber wie gesagt, bleib geschmeidig. Sorry, war nur Hinweis. Bleib geschmeidig. Uiuiui, Leute. Mann. Die Woche jetzt kaum hier mit dem LKW und mit insgesamt LS gefahren. Junge, war geschmeidig. Sorry, Stress ist nicht coming. Und jo, schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja. Ich halte von gar nicht. Oh! Alter, was ist denn mit den Bremsen los? Die waren noch so crazy war. Dass meine Bremse kaputt gemacht. Genau deswegen ist er wieder heute. Reg er sich auf, wenn ich einmal nicht geschmeidig bin. Aber dann beschuldigt er mich da wie. Geschmeidig! Alter Vater, was ist denn mit den Bremsen? Die waren noch nie so scheiße, Alter. Junge, Chrissy macht immer meine Bremse kaputt. Chassin, LS-Profi. Ja, Chrissy. Bleib du doch einmal geschmeidig. Ich bleib geschmeidig. Und du? Merke ich grad. Sonst komm ich und mach. Es leckt. Geschmeidig, Minion. Okay, Minion. Hier, da macht den Chrissy aber gerade noch mit geschmeidig hier, damit er auch schön geschmeidig bleibt. Hey, Alter, ich raste hier gleich aus, ey, das gibt's doch nicht. Wie kann denn das Ding hier so. Scheiß Bremsen, Alter. Ja, wir sind mal beim LS22 stehen geblieben. Ja. Leute, schreibt mal gerne in den Chat und in die Kommentare, was ihr zum LS22 so
insgesamt nicht von den neuen Sachen sagt, ey. Ja, und sonst könnt ihr auch das gerne in die Kommentare von den Videos schreiben, würde mich interessieren. Geht's dir gut? Okay, jetzt reicht's. Alles gut. Also Leute, wenn ihr ein bisschen Käse braucht, ich hab ein bisschen was. Ein bisschen. Ein Leib kann ich euch vielleicht geben. Aber ansonsten wird's kritisch. Ich hab nicht so viel. Aber wenn ihr ein Leib braucht, sagt Bescheid. Ich hab ein bisschen was, ein bisschen. Einen kleinen Vorrat aufgebaut hier. Und ja, falls ihr euch fragt, ob das Illusion da ist, nein, die sind noch nicht da oder auch Fortbildung noch. Und bin morgen von deiner Tür. Okay, ich freue mich. Wer ist morgen vor deiner Tür? Ja, der Matthias, Kollege von meinem Oldschool-Team noch. Mhm. Und falls ihr Bock habt, in mein Team zu kommen, könnt ihr mir das gern in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr euch gern bewerben. Käse will keiner. Wow, einfach wow, Alter. Was brauchst du an Käse, will er nicht? Der wird noch aus, der wird noch von Christi seiner Hand gemacht, Alter. Mhm. Du wirst gleich bei mir auf dem Hof als Sklave arbeiten. Wow. Also bis jetzt habe ich immer nur einen gesehen, der auf dem Hof arbeitet. Das warst meistens du. Achtung, also, der Herr Kollege. Platz da. Egal, wir fahren voll alles Profis. Profis mit DE, ja. Ich habe auf das gewartet. Wieso aber jetzt noch nicht weiß, dass die E ist nochmal die Steigerung vom Profi. Das heißt, ich bin ein richtig guter Profi. Ja. Irgendwie steht das im Duden. Steigerung von Profi, Profi mit E. Oh Mann, wenn ich das geschafft habe, Alter, dann läuft bei mir. So, der so sagt hat Feierabend. Weißt du, was nicht mein Ding ist? Ich bin gleich wieder da. Ja, bring mal was mit. Haben Sie einen Schwager oder so irgendwas? Nö, ich brauch selber einen. Weil ich muss ja selber schwaden bei meinen Wiesen. So ist er nicht. Oh, hier. Hab ich eigentlich immer pressen lassen? Na, du hast selber gepresst. Hab ich selber? Stimmt, ich habe ja eine eigene Presse. Wow. Nur kein Wickler. Bin dann wieder weg, muss noch lernen. Yo, froh schaffen, ey, sag ich dir. Das Lernen, ey, ne. So. Fahren wir jetzt hier hoch. Alter, verdammt. Kannst du das echt vergessen hier? Ich stell die Mähwege bei mir ab. Ja. Stehen die immer noch hier oben. Ich bin Alter. Noch dabei. Fauler Sack. Du bist der fauler Sack. Das ist Luke und sie mal drauf. Ich bin immer ordentlich und schnell weggefahren. Danke dir auch. Und bleib geschmeidig, ey. Ich weiß. Oh Mann, ey. Bleib. Danke. Ich bleib geschmeidig. Und Chrissy bleibt bloß auch geschmeidig. Geil, jetzt kann ich wieder versuchen, durch die Betonmauer durchzukommen. Alter. Junge, hast du so einen großen Tag, dass du da nicht durchpasst, oder was? Der Schneidwerk davon ist so breit, Alter. Es geht ja nicht, komm doch selber her und schau. Ja, muss jetzt irgendwie hinkriegen, ohne es zu beschädigen. Ich flex gleich. Du hättest auch hintenrum einfach durch den Wald fahren können. Ich flex das gleich in der Mitte durch, Alter, dann ist er Ruhe. Du hättest übrigens auch hintenrum durch den Wald fahren können. Wahrscheinlich mache ich 30 Minuten Umfahrt. Doch nimm nicht, dann tust du dich halt wieder da quälen. Ne? Übrigens, ich muss da gleich durch. Das heißt, entweder bist du vor mir durch oder ich schieb dich durch. Ich würde dir empfehlen, vor mir durch zu sein. Guck mal, so als deiner Tipp. Klar, Tipp von den Freunden.
Und jo, die Folge ist ja dann schon wieder zu Ende. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne beim LS-Profi vorbei oder nicht. Und vergesst nicht zu spionieren. Ja. Und mir in die Kommentare zu schreiben. Ich muss mich ziemlich konzentrieren. Alter. Und dann eben viel Spaß noch dabei. Bis dahin. Ciao.